Ja, heute Abend das Motto des Opernballs ist ja Shalom Israel. Und ich finde, es ist eine tolle Idee, dieses Motto zu setzen. Es ist ein wunderbares gesellschaftliches Ereignis und dieses Jahr ganz besonders schön, dass wir 50 Jahre diplomatische Beziehung mit Israel feiern. Wir haben eine Partnerstadt in Israel, Herzliya. Ich freue mich, dass das so ein gesellschaftlicher Höhepunkt ist im Miteinander. Ja, das ist ja wohl der 21. heute Abend und jetzt der 5., wie ich meine, den ich mit zu verantworten habe. Er ist das wichtigste Event, gesellschaftliche Event in Leipzig und insofern sind wir natürlich alle froh, dass wir so mithelfen können, ihn immer strahlender zu machen. Alles, ein Märchen, ein Traum. Ich freue mich wahnsinnig auf diesen Moment. Ein bisschen Ballflair aus Wien übertragen nach Leipzig. Ich bin sicher, dass das hier sich gut übertragen lässt. Das ist eine Premiere für mich. Ich habe gehört, dass ganz schöne Musiker da sind. Darauf freue ich mich sehr. Jury-Sitzung haben wir wirklich die verschiedensten Designer gesehen. Das war wahnsinnig spannend. Es war eigentlich alles vertreten, von sehr glamourös bis sehr rockig auch, sexy, fetzig. Also es hat einen ganz, ganz großen Spaß gemacht. Und ich bin echt gespannt, wer jetzt gewonnen hat. Ich weiß es ja nicht, weil wir alle sehr blind, also jeder für sich auswählen musste. Und es wird für mich eine Überraschung ohne Ende, weil es war wirklich sehr schwer. Es waren so viele tolle Kleider dabei. Falafel Tartone. Herzlichen Glückwunsch. Wir kaufen erstmal natürlich für die gute Sache und wenn wir das Glück haben, was zu gewinnen, gerne natürlich, aber das ist nicht der Hauptgrund. Eines ist es erstmal, dass hier seit 20 Jahren die Leipziger Bürger wirklich feiern dürfen. 2000 Gäste sind jedes Jahr hier und feiern gemeinsam. Zum anderen macht den Leipziger Opernball, glaube ich, auch sehr besonders, dass wir ein besonderes Motto in jedem Jahr haben, nämlich eine Partnerstadt von Leipzig, ein Partnerland, dem der Opernball gewidmet ist.